Baumann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit zwei Beispielen beginnen. Ein Bundespolizist geht im Hauptbahnhof Hannover Streife, hat die Aufgabe, auf die Sicherheit zu achten. Er ist ausgebildet und geschult, auf Gefahren zu achten, wo Gefahren entstehen können. Bei einer Personenkontrolle eines 16-jährigen Mädchens wird er mit einem Messer am Hals schwer verletzt. Ein zweites Beispiel, eine Demonstration in Berlin. Junge Polizistinnen und Polizisten geraten zwischen die Fronten von Chaotengruppen und werden mit Pflasterstein beworfen und schwer verletzt. Das sind nur zwei Beispiele, liebe Kolleginnen und Kollegen, die zeigen symbolisch, dass in unserem Land leider Gewalt zunimmt. Und vor allem, was das Schlimme ist, Gewalt gegen Polizisten nimmt erheblich zu. Das müssen wir akzeptieren, Kollege von Notz. Es ist einfach so, auch wenn Sie den Kopf schütteln. Bei normalen Streifengängen, bei Einsätzen, bei Fußballspielen oder bei Demonstrationen gibt es eine ansteigende Anzahl von Angriffen gegen die Polizei. Wir hatten im Jahr 2015 fast 15.000 Fälle von leichter Körperverletzung gegen Polizisten und wir hatten über 4.000 Fälle von schwerer, gefährlicher Körperverletzung. Das war in beiden Fällen ein Anstieg über dem Vorjahr. Das heißt, wir als Politik sind gefordert zu handeln. Wir müssen alle Möglichkeiten, die wir haben als Politik, nutzen, um darauf einzuwirken, dass Hemmschwellen wieder absinken und Polizeibeamte sicherer ihrer Arbeit nachgehen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Abbau von Polizeikräften in den meisten Bundesländern und die Stagnation der Bundespolizei in den letzten Jahren waren natürlich keine Beispiele, die Sicherheit in unserem Land zu erhöhen. Wir haben Entwicklungen einfach falsch eingeschätzt. Und ich denke, man kann mit Recht sagen, wir haben als Koalition darauf reagiert in der letzten Zeit, haben ein enormes Stellenzuwachsprogramm bei der Bundespolizei. Wir haben ja Geld in die Hand genommen für den Haushalt. Und auch die meisten Bundesländer stocken ihre Polizei wieder auf. Das heißt also, wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg. Ich habe gesagt, wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg und haben vorher einige Fehler gemacht. Herr von Notz, habe ich ja hier eingestanden. Wir müssen aber auch eins sagen hier in dieser Runde, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer Gesellschaft hat leider der Respekt und die Achtung des Gegenübers, der ein gegenübersteht, des Nachbarn, eines Fremden oder einer Sicherheitskraft absolut abgenommen, was eigentlich schon für einen moralischen Verfall unserer Grundwerte in unserem Land zeugt. Wir müssen überlegen, an welchen Stellen wir stärker einwirken müssen. Das geht in den Familien, in Schulen und unsere Medien sind ja auch nicht immer da auf einen besten Weg. Wir haben als Koalition heute einen weiteren Baustein vorgelegt, einen Baustein, wo wir mehr Schutz für unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gewährleisten können und ein Beispiel für mehr Sicherheit. Ein einjähriger Feldversuch hat in mehreren Bundesländern gezeigt, dass Bodycams ein Baustein für mehr Sicherheit sein können. Wir haben am Montag in der Anhörung von Fachexperten gehört, dass Polizisten, die vor Ort Versuche gemacht haben, gefragt worden sind und 92% von denen sagen ganz klar, es ist sinnvoll, mit Kameras ausgestattet zu sein. 67% geben an, dass ihr Gegenüber nicht mehr so aggressiv ist und 76% sagen, es ist auch zum Nutzen ihrer Eigensicherung. Das heißt, Bodycams können sowohl präventiv, das heißt als Abschreckung für einen möglichen Gegner dienen, aber auch repressiv, das heißt für eine Aufklärung von Straftaten von erheblichem Nutzen sein. Die Kameras wirken deeskalierend für das Verhalten des Gegners und ich denke, wir sind verpflichtet, wenn wir solche Mittel haben, diese auch einzusetzen. Wir haben auch vereinzelte Fälle, wo nach Veranstaltungen gesagt wird, dass Polizisten Übergriffe getan haben. Auch die können wir mit Bodycams leichter dann hinterher aufzeichnen und feststellen, was passiert war und das konkret aufklären. Auch die Datenverwertbarkeit wurde am Montag von Fachexperten eindeutig bestätigt, die ist vorhanden und wir können die Kameras nutzen. Also ich denke,
wir sollen neben anderen Mitteln weitere Verbesserung der Personalausstattung, weiterer Einsatz von Geld für Technik, auch diese Mittel, die wir hier haben, die wir an der Hand haben, mitnutzen. Ich denke, es ist ein Schritt, der in die richtige Richtung geht. Er wird nicht alles lösen, aber ein Baustein mit sein. Ich denke, dass wir alle die Meinung vertreten, auch die Opposition, dass wir für unsere Polizisten von Schutt relativ viel tun müssen und dass sie heute dem Gesetz alle gemeinsam mit zustimmen können. Ich freue mich darauf. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt der Kollege Frank Tempel.